Herzlich willkommen zur Intergastra Digital. In den nächsten 2 Stunden ist die Aktion Schmeckt den Süden Ihr Gastgeber zum Thema regionale Gemeinschaftsverpflegung im Trend. Wir sind heute mit einem ganz großen Team am Start, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um ihre Fragen kümmern, um ihre Anregungen und Erfahrungen von der Aktion Schmeckt den Süden. Wir haben hochkarätige Referentinnen und Referenten gewinnen können mit erfolgreichen Beispielen aus der Praxis, wie Genuss außer Haus auch ganz regional funktionieren kann. Als erstes begrüße ich ganz herzlich Stefan Best, Beiratsvorsitzender ERFA, Gemeinschaftsverpflegung DEHOGA Baden-Württemberg. Hallo Herr Best, und auch Sie haben ein paar Worte für unsere Gäste und Zuschauer heute. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen der DEHOGA ERFA-Kreise, Leiter Wirtschaftsbetriebe Rhein, Main und Stuttgart. Besonders begrüßen möchte ich hier den Kollegen Michael Buchtschick, Vorsitzender des Beirats der ERFA-Kreises Rhein-Main. Grüß dich, Michael, an der Stelle. Und ich denke, wir sind mit dem ERFA-Kreis auf dem richtigen Weg, gemeinsam mit der DEHOGA zukunftsorientierte Themen anzugehen und umzusetzen. Wir, die ERFA-Leiter Wirtschaftsbetriebe, repräsentieren hier im Bereich Stuttgart, Baden-Württemberg rund 50.000 Mittagessen. Und deshalb sind wir alle gespannt auf The New Tomorrow. Die gastronomische Welt nach Covid-19 wird uns natürlich nachhaltig in Veränderungen drängen und zwingen. Deshalb sind wir jetzt ganz gespannt auf die Ausführungen von Hanni Rützler, wie Covid-19 unser Leben, Arbeiten, Essen und Kochen verändert. Dankeschön. Dankeschön, Herr Best. Ja, Sie haben es schon angesprochen, zentrales Thema dieser Intergastra Digital, deshalb halten wir sie ja auch und führen sie auf diese Art und Weise durch, ist natürlich der Umgang mit Covid-19. Die Pandemie hat unser Leben grundlegend verändert. Wir können nicht mehr essen gehen. Das ist unvorstellbar. Wir haben immer gedacht, essen gehen, ausgehen, irgendwo anders schlafen, übernachten wird es immer geben. Nein, es gibt es nicht mehr. Viele müssen von zu Hause arbeiten, und die, die für Gemeinschaftsverpflegung in den Betrieben zuständig sind, die müssen neue, noch strengere Hygieneregeln umsetzen. Zu Hause bleiben, das hat viele Menschen im wahrsten Sinne des Wortes an den Herd getrieben. Küchenbauer melden große Umsatzgewinne, Kochen, Backen, das neue Hobby zu Hause. Wie wird das unser Leben in der Zukunft beeinflussen? Darüber spricht jetzt die renommierte Food-Expertin Hanni Rützler, die uns live aus Wien zugeschaltet ist. Frau Rützler, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Nachmittag für uns Zeit haben. Ja, hallo Frau Klein, schönen guten Tag. Ja, verrückte Zeiten. Schön hier zu sein, und ich darf mit Ihnen eine kleine Reise machen in die Zukunft und sozusagen reflektieren, was eigentlich Covid-19 mit uns gemacht hat und vor allem, wo es uns hinführt. Und ich habe ein paar Charts vorbereitet und habe da auch Support. Ich sehe jetzt nur die Charts noch nicht. Ah, jetzt sehe ich es, genau, wunderbar. Also, ich darf gleich hineinspringen in das Thema. Und zwar möchte ich wirklich mir nochmal genauer anschauen. Ah, okay, das ist so das Zeichen, damit die Kollegen sehen, es geht weiter. Covid, Sie haben schon erwähnt, privat hat sich viel geändert. Wir können nicht mehr essen gehen. Katastrophe. Wir merken auch, was uns wirklich abgeht. Es hat uns wirklich vor Augen geführt, was uns wichtig ist und was nicht. Aber wenn wir jetzt auf der Metaebene nochmal schauen, so muss man wirklich sagen, es sind alle Teilsysteme in unserer Gesellschaft betroffen. Manche ganz fundamental wie Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, die sind zutiefst erschüttert, und andere mehr an der Oberfläche. Aber es ist wirklich, die ganzen Bereiche sind ja eng miteinander vernetzt. Auch das hat uns Covid deutlich vor Augen geführt. Und deswegen wird das nachhaltig unsere ganze Wahrnehmung und auch unsere Wertestruktur verändern. Und mit den Werten verändert sich auch die Wertschöpfung. Das heißt, es gibt kein Zurück, sondern es gibt nur ein Vor. Und ja, wohin? Und was hat das mit mir zu tun? Und wohin will ich eigentlich gehen? Und wie will ich meine Zukunft gestalten?
Das sind die zentralen Fragen. Und als Trendforscherin denke ich mir, was macht Covid eigentlich mit unserem Blick in die Zukunft? Und da sind wir bei Themen, die ganz stark an die Persönlichkeit gekoppelt sind. Weil die Zukunft ist ja etwas, die nicht auf uns zukommt, sondern Zukunft wird gestaltet. Zukunft ist auch ein Akt. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit welcher Brille und mit welcher Stimmung ich in die Zukunft schaue. Und in vielen Gesprächen bin ich drauf gekommen, die Stimmung ist so ganz unterschiedlich in den hart getroffenen Bereichen. Und deswegen möchte ich einfach nochmal kurz eintauchen zum Thema Gefühle. Weil Gefühle kann man nicht einfach irgendwo wegstecken. Die sind Teil unseres Menschseins und wir kennen Gefühle höchstpersönlich in unseren Geschichten oder vor allem im Marketing, in der Werbung. Dort setzt man auch auf Gefühle. Aber jetzt sozusagen in diesen schwierigen Phasen, die wenigen Wochen, wo wir noch durch müssen, müssen wir auch lernen, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen. Und da gibt es eine Ebene der Intensität der Gefühle. Und da möchte ich noch mal ein bisschen eintauchen, weil wir im Moment zum Teil wahnsinnig nervös sind, zum Teil auch richtig genervt, verständlich, alles klar, sicher auch adäquat, manche auch richtig wütend, hilflos, also sozusagen hochgradig emotionell engagiert. Aber in dieser hohen Emotionalität ist es ganz schwierig, Zukunft zu gestalten, Entscheidungen wirklich bewusst zu treffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch schaut, wie man selber ein bisschen immer wieder runterkommt und bewusst schaut, was tut mir gut, damit ich sozusagen auch ein bisschen mehr Ruhe in meinen Gesamtzustand hineinbekomme. Bisschen mehr Entspannung. Das ist ganz zentral, weil erst in dieser Emotionalität gelingt sozusagen, wirklich nochmal Zukunft zu denken und auch zu überlegen, was ist mir wichtig, was macht mich aus? Und das ist, glaube ich, wirklich ganz zentral. Gastronomie und Hotellerie werden mit ganz massivem Wandel konfrontiert sein. Und es ist ganz wichtig, dass man für sich selber weiß, was einem wichtig ist, warum man den Job machen möchte und was man sozusagen, was einem antreibt. Also Identität sind natürlich große Themen. Das heißt, wer bin ich? Wer will ich sein? Und mit diesem Verständnis im Hintergrund sozusagen in die Zukunft zu schauen. Da nochmal bitte. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, ist auch nochmal ein kleines Paket Theorie noch. Ich habe Ihnen nämlich die Lazy Eight mitgebracht. Das ist ein Konzept, das kommt aus der Resilienzforschung und ich glaube, das ist jetzt ein ganz zentrales Asset. Und zwar sehen Sie hier an diesem Bild so eine kleine angedeutete Kurve. Und wir haben eigentlich immer gelernt, Kurven weiterzudenken als sozusagen Wachstum, Gewinn. Wir denken immer, es muss so weitergehen. Und niemand hat damit gerechnet, dass Covid so einschlägt und alle so erschüttert. Und wir haben uns sozusagen in so einer Sicherheit gewähnt. Aber da haben wir uns wahrscheinlich alle vorgemacht, dass alles so sicher ist. Aber das Problem ist, dass wir immer in diesen Kurven denken. Und eigentlich, wenn wir diese Kurve weiterdenken, so müssen wir nicht immer von links unten nach rechts oben und mehr Gewinn denken, sondern wir würden sozusagen in Achtern denken. Jetzt ist gerade wieder mein Chart verschwunden. Okay. Ja, da ist es wieder. Das heißt, wir sollten eigentlich lernen, dass alle lebenden Systeme, da geht es nicht immer nur um Wachstum, sondern da gibt es verschiedene Phasen. Und es ist wirklich eine Art, wie wir auf die Zukunft schauen. Wenn wir immer nur Wachstum erwarten und jetzt auch hoffen, dass es danach gleich wieder losgeht, dann lohnt es sich jetzt, einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Und da möchte ich Ihnen diese liegende Acht ans Herz legen, weil wir befinden uns eigentlich in einer Krise. Das heißt, einem Punkt, wo das alte System eigentlich nicht mehr funktioniert, sondern wo es viel breiter funktioniert. Ich klicke jetzt mal bitte weiter, aber schon wieder ist das
sind die Chart verschwunden. Ich hoffe, Sie sehen jetzt die liegende 8. Ja, da ist sie, mit vielen spannenden Aspekten. Es gibt Phasen, wo wir sehr aktiv in die Erneuerung gehen können. Das ist nach der Krise, diese Beuge nach unten. Das ist eine Chance, wirklich nochmal zu schauen, was ist wichtig, was will ich erneuern, was sind meine Kernpunkte, was ist Luxus, auf was kann ich locker verzichten und was ist wirklich essentiell. Und viele versuchen gleich wieder in dieses alte Kreislauf zu kommen und so schnell wie möglich weiterzumachen wie bisher. Aber eigentlich muss man wirklich empfehlen, diese Erneuerungsphase ernsthaft sich anzuschauen, durchwachsen und sozusagen wirklich in die Kreation zu gehen, in die Innovation und zu schauen, okay, wo sind neue Bedürfnisse, was kann ich anbieten und welche Konzepte, die ich jetzt in den letzten Wochen vielleicht ausprobiert habe, lohnt sich es weiterzuführen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch ein bisschen weiterdenken und gerne kann ich Ihnen diese Charts weitergeben, damit Sie da noch ein bisschen weiter wachsen können. Das sind sehr komplexe Konzepte, aber ich finde es sehr hilfreich, dass man lernt, sozusagen in Kreisläufen zu denken und Krise auch, so hart es klingt, als Chance zu sehen, als Chance nochmal zu sehen, was ist mir wichtig, was ist mir persönlich wichtig, was treibt mich an, weil dann kann man leichter gestalten. Wenn es darum geht zu schauen, was ist mir wichtig, wohin kann ich mich jetzt entwickeln, geht es natürlich auch darum, das Neue zu erkennen, die Sinne zu schärfen. Und da lege ich Ihnen die Foodtrends besonders ans Herz. Foodtrends beschreiben den Wandel der Esskultur. Und der passiert im Moment in einem rasanten Tempo. Es ist wirklich beeindruckend, wie schnell das passiert und wie rasant. Und Foodtrends sind immer Antworten auf aktuelle Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen. Und die Trends der letzten Jahrzehnte haben wir gesehen, dass es irrsinnig viele verschiedene Entwicklungen gibt in unterschiedliche Richtungen. Sie spiegeln sozusagen auch die Komplexität der Gesellschaft wider. Das hat man auch sehr schön in der Gastronomie gesehen. Die Gastronomie hat so viele verschiedene Konzepte entwickelt, damit sie ganz nah am Konsumenten ist. Aber jetzt ist sozusagen die schwierige Aufforderung an Sie, nochmal zu überlegen, mit welchen Trends, mit welchen Themen will ich überhaupt arbeiten? Und da möchte ich gern nochmal eintauchen. Sie sehen hier eine Karte mit vielen Stichworten. Das sind über 40 Trends, die ich zähle. Das sind viel zu viele. Einige haben jetzt richtig an Tempo gewonnen. Andere haben deutlich an Macht verloren. Der Alltag wurde enorm disruptiert und Sie sehen hier, das ist diese gelbe Blase, das sind Trends, die sich mit dem Alltag auseinandersetzen. Ich mache jetzt mal einen kurzen Überblick. Dann haben wir noch das große Thema Gesundheit, auch ein ganz ein spannendes in den Corona-Zeiten durch die Erfahrung der Verletzlichkeit, der Bedrohung durch Außen, diese Erfahrung, dass wir ganz leicht aus der Balance rutschen können, hat dazu geführt, dass einige sich zurücklehnen und andere haben angefangen, Entspannung zu machen, bewusst oder aktiv etwas für sich zu tun, mehr spazieren zu gehen, zu joggen, Rad zu fahren. Radfahren geht durch die Decke. Also viele haben hier wirklich aktiv ganz neue Erfahrungen gemacht und das jetzt über Wochen und Monate, die werden das beibehalten. Auch das Essen hat sich verändert. Die Leute essen bewusster mehr Obst und Gemüse, mehr Bio und vor allem mehr regional. Wenn Sie da gute Erfahrungen gemacht haben, werden Sie daran bleiben. Also Gesundheit ist ganz stark mit Regionalität und der frischen Qualität in Zusammenhang zu sehen. Da gibt es einige Trends dazu. Dann gibt es noch ein Cluster, das nennt sich Genuss. Das ist im deutschsprachigen Kulturraum so groß, weil es so ambivalent ist. Dürfen wir genießen? Meistens meinen wir, wir müssen erst groß arbeiten. Erst nach der Arbeit darf man genießen. Auch das ist ein spannendes Thema, hat sich auch sehr massiv in der Krise verändert. Wir haben dann noch ein paar Cluster. Erwähnen möchte ich noch das Thema Qualität, Lebensmittelqualität. Hier ging es ganz stark um Transparenz, um Regionalität und Information. Aber nicht Information als Arbeit und Lesen und Langeweile, sondern spielerische Information, ein gutes Gefühl, Vertrauen zu entwickeln.
Also hier lohnt es sich nochmal zu schauen, wie kann ich Regionalität kommunizieren? Und ganz ein Riesenthema, das sich drüber legt, ist Nachhaltigkeit. Jetzt haben Sie die großen Themenbereiche gehört, also Alltag, Qualität, Genuss, Gesundheit, Nachhaltigkeit und natürlich ganz zentral für Sie auch das Thema lokal, nämlich die Regionalität. Viele versuchen, alle diese Themen zu arbeiten, aber das ist zu viel, da verliert man sich. Es lohnt sich wirklich, Schwerpunkte zu setzen. Auf das kommen wir noch zurück. Das war jetzt mal ein Überblick. Zu allen Themen ist hier aktuell Bewegung, aber ganz wichtig, in der Krisenzeit hat das Essen eigentlich sein innovatives Gesicht gezeigt. Das hat uns gezeigt, dass es uns Halt geben kann, dass es uns Struktur gibt im Alltag. Es hat also wirklich Lebensqualität gebracht und hat sozusagen ganz massiv unserem Alltag Freude und Struktur gegeben. Die Menschen mussten anfangen zu kochen und manche haben es richtig mit viel Freude angefangen. Das Kochen hat sich verändert. Wir haben Google-Anfragen, wie koche ich Kartoffeln, wie koche ich Nudeln. Da haben wir totale Anfänger und Foodies. Es gibt ganz viele Zahlen, die zeigen, wie stark die Menschen angefangen haben zu kochen und häufiger und mit viel mehr Liebe und Emphase. Wir haben aber auch gesehen, dass jetzt sozusagen in der dritten Corona-Phase eigentlich viele auch wieder kochmüde sind, aber das Niveau ist generell höher geblieben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass doch viel mehr Leute das Kochen auch wertschätzen. Und was heißt das für die Gastronomie? Das heißt auch, dass wenn sie kochen, dass sie das vielleicht auch wirklich bewusster zeigen, kommunizieren, vielleicht per Video oder eine Möglichkeit im Sommer draußen auch zu kochen, näher ans Produkt. Das ist immer was Magisches. Aber wir haben schon gesagt, es ist auch so eine große Freude, zuzuschauen und das auch wieder abzugeben. Bitte das nächste. Es hat sich nämlich auch die Systeme entwickelt, wie man Support bekommt beim Kochen. Bücher sind durch die Decke gegangen, vor allem die Bücher von Jotam Ottolenghi mit der Levante-Küche. Also auch hier sehr vegetabil, sehr pflanzlich, eine neue Liebe zum Pflanzlichen. Auch das durch diese lange Übung, glaube ich, ist hier eine große Sehnsucht gewachsen, Gesundheit und Genuss zu verbinden. Und natürlich gibt es unendlich viele Videos. Bitte gehen Sie online, suchen Sie Haubenköche und Foodies. Es ist spektakulär, was sich hier entwickelt hat. So eine Vielfalt hat sich noch nie gezeigt. Im deutschsprachigen Kulturraum sind sie zum Teil sehr elitär. Anders im amerikanischen und anglikanischen Raum. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht. Nadia's Time to Eat. Vielleicht auch hier schauen Sie sich an. Das ist eine Netflix-Serie. Die ist sehr basic. Die holt die Leute ganz stark vom Alltag ab. Ich finde sie sehr wertschätzend. Und ich glaube, man muss nochmal schauen, auf welchem Niveau man die Kunden abholen kann. Das heißt, wenn sie selber kochen, wenn sie stolz sind auf ihre Küche, wenn das ein Thema ist, dann überlegen sie, wie sie dieses Know-how zeigen können, wie sie es teilen können, wie sie ihre Kunden hier wirklich mitnehmen können und unterstützen können. Das erzähle ich auch deswegen, da springen wir gleich drüber, das erzähle ich auch deswegen, weil diese Sehnsucht zum Produkt sich immer mehr schließt und weil die Menschen auch immer mehr versuchen, die Gastronomie als Support zu holen. Das sind diese Takeaway-Produkte, auf die wir gleich hinkommen. Davor noch ein Chart zum Thema Verletzlichkeit. Also Gesundheit ist ein Thema, aber wenn Sie nicht ein Profi sind im Gesundheitsbereich, dann machen Sie es leichtfüßig. Gehen Sie nicht in die Diätküche, sondern schauen Sie, dass Sie bewusst mehr frische, regionales Obst und Gemüse mitnehmen. Herausfordernd, da gibt es sozusagen weniger Anbieter, aber hier lohnt sich es wirklich mitzuwachsen. Da ist ein Riesenmarkt und viel Bedarf. Ich habe ganz kurz erwähnt, das Einkaufen hat sich massiv geändert. Und da hat sich sozusagen auch noch mal etwas zusammengeschoben, nämlich das Thema
Genuss und wo bekomme ich die Information und wie komme ich an das Produkt? Da springen wir nochmal weiter. Ich möchte jetzt nochmal auf diese digitalen, kurzer Sprung auf die digitale, ich schaue auf die Uhr und es geht da bald, das geht jetzt schnell dahin. Wir haben alle gelernt, digital uns zu professionalisieren, so wie wir heute live hier sitzen und auf dieser virtuellen Ebene kommunizieren, aber wir haben auch gelernt, immer mehr virtuell einzukaufen. Das heißt, Lebensmittel und Speisen werden zunehmend bestellt. Da war der Handel anfangs im Vorteil, aber es sind immer mehr auch die Gastronomen, die hier anbieten. Das heißt, E-Food, Online-Einkaufen geht durch die Decke. Da wird vieles so bleiben. Vor allem jene werden bleiben, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Aber es ist auch eine riesige Chance für die Gastronomie, hier die Nähe zum Konsumenten zu suchen und hier auch neue Entwicklungsschritte zu machen. Also hier lohnt sich sozusagen zu überlegen, wie man konsequent hier was aufbauen kann. Und es wird oft belächelt, aber hier dieses schöne Zitat, ein uraltes Mahatma Gandhi, hier lohnt sich wirklich zu schauen, ob man hier nicht konsequenter wachsen kann. Am Anfang klingt es noch sehr exotisch, dass man sozusagen mit dem Kunden direkt in Kontakt tritt, aber diese neue technologische Schub ist nicht nur für den Handel eine riesige Option, sondern für alle Akteure, für die Produzenten, die regionalen und vor allem auch für die Gastronomie. Das ist jetzt eine einmalige Chance, sozusagen auch neben dem Handel direkt in Kommunikation zu gehen. Wenn Sie da Anfänger sind, dann lohnt sich es vielleicht auch wirklich in Netzwerken zu denken. Und wir sind ja heute auch ein Netzwerk. Und da lohnt sich sozusagen wirklich zu schauen, wie man regionale Kreisläufe stärker schließen kann. Das ist bei den Sehnsüchten ganz weit vorne. Das heißt, Gastronomie, Takeaway, Kochboxen sind Möglichkeiten, neue Vertriebskanäle aufzumachen. Da gibt es schon Kontakte. Schön ist, wenn Sie es zeigen können. Wie hier ein Beispiel aus Wien. Ich sitze in Wien. Vor diesem Fenster gibt es im Moment immer Schlange, weil man zuschauen kann. Das sind ganz mächtige Tools. Aber da wird sozusagen im Moment auch ganz viel entwickelt zum Thema Meal Kits. Und wenn Sie in dem Bereich aktiv werden wollen, die gehen durch die Decke, die Wachstumsrate sind international enorm, dann lohnt es sich vielleicht wirklich auch regional mit Kollegen, sich das bisschen einzuteilen, vielleicht im Netzwerk oder hier ein Beispiel, Porcella, die haben immer regionale Spitzenprodukte, Qualitätsprodukte vertrieben und die kooperieren jetzt mit regionalen Haubenköchen. Es muss nicht immer die Elite sein, das können auch sozusagen gute, eingesessene Gasthöfe sein, die mit viel Engagement regionale Produzenten auch unterstützen. Und hier sozusagen nützen Sie diese Chance, diesen neuen technischen Schub aktiv zu nutzen. Dann können Sie sozusagen entweder in Richtung Gesundheit und dann verstärkt auch Genuss leichtfüßig Ihre Kunden langfristig erreichen. Jetzt komme ich sozusagen schon in den Endspurt. Sie sehen große Themen mit einem Mordstempo. Die Veränderungen der Zukunft beginnen und enden beim Kunden. Der Kunde hat mehr denn je die Macht, heute zu entscheiden, wo er einkauft. Und auf welchem Niveau? Ich glaube, wir werden immer mehr Kochsupport wünschen. Deutschland ist ein Land, wo durchaus gerne gekocht wird, aber im Alltag lang nicht so häufig wie in anderen Teilen Europas. Nur Großbritannien ist doch ein größerer Kochmuffel. In der Corona-Krise hat Deutschland richtig Gas gegeben beim Kochen, aber wir merken, es geht schon wieder zurück. Das heißt, viele Kunden wünschen sich hier Unterstützung. Kochboxen finde ich hier ganz ein spannendes Thema. Bitte schauen Sie sich das intensiver an und versuchen Sie hier direkt mit dem Kunden in Kontakt zu kommen, weil die Menschen haben sozusagen heute mehr denn je die freie Wahl und vor allem die Jüngeren nützen es aktiv. Die sind neugierig, probieren neue Sachen aus.
befreit von Tradition und Mangel und sozialen Normen, wird sozusagen Essen immer mehr zum Ausdruck der eigenen Individualität. Spannend finde ich, dass schon vor Corona immer mehr Menschen sehr emotionell entschieden haben, auch sehr moralisch. Also das Thema Essen, was man isst, ist aufgeladen. Wenn das für sie passt, dann bekennen sie hier stärker ihre Qualität, trauen sie sich hier Mut zu, zur Lücke und schauen sie, dass sie im digitalen Netzwerk hier sozusagen ihre Potenziale entsprechend kommunizieren und vor Ort praktisch sichtbar machen. In den Corona-Zeiten sind die ganzen Werte viel mächtiger geworden. Wir werden kritischer bei der Ausgangsqualität. Wir lieben die Frische und die Natürlichkeit. Wir sind gesundheitssensibler geworden und moralischer. Und wir wissen, was uns wichtig ist und was nicht. Und hier sozusagen ist wirklich eine riesige Chance, weil Essen so eine hohe Wertschätzung erfahren hat. Nützen Sie diesen Schub, um Ihre Qualität nochmal zu fokussieren, Mut zur Lücke und vielleicht nochmal wirklich mit den Food-Trend-Karte herumfahren und schauen, welche Trends mache ich schon, welche möchte ich fokussieren und hier sozusagen noch stärker das Profil herauszuarbeiten. Nicht mehr alles, sondern weniger ist mehr und das von guter Qualität. Und damit bin ich schon beim letzten Chart und danke für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt eine ziemliche Tour de Force, vor allem mit diesem großen Block der Emotionen. Wir haben jetzt ja aber auch nochmal die Chance, in den Talk zu gehen. Und ich glaube, der wird auch gleich nochmal eingeblendet, der Link, wo Sie uns sozusagen folgen können, wo wir nochmal im Gespräch vertiefen können. Und auf das freue ich mich und ich hoffe, da geht jetzt niemand verloren von denen, die zugehört haben. Und bitte sagen Sie uns, wenn Sie die Charts brauchen oder diese Karte, falls Sie die hilfreich finden, sehr gerne schicken wir Ihnen die zu. Und jetzt freue ich mich, wenn wir weiter diskutieren bei dem Link. Ist der jetzt schon eingeblendet? Frau Rutzler, das klären wir jetzt gleich und das erzähle ich auch gleich. Schönen Dank für Ihren Vortrag und auch danke gleich für den Hinweis, denn Wilfried Desnoyer hat gleich schon gefragt, wo bekommt man diesen Vortrag als PDF oder als Video. Die Information von uns für Sie, ab dem 12.03. wird eine Mediathek auf der Intergastra Digital-Webseite zur Verfügung gestellt. Da finden Sie auch alle Vorträge der drei Hauptbühnen zum Download. Jetzt wechseln wir die Bühne. Wir gehen von unserer Hauptbühne auf die Bühne, auf den Stand der Intergastra. Dazu müssen Sie ganz aktiv diesen digitalen Raum wechseln. Und zwar müssen Sie sich aktiv einwählen über das DEHOGA-Hexagon regional, saisonal gleich genial. Dazu müssten wir jetzt eigentlich eine Folie einblenden, damit Sie das sehen, wo Sie draufklicken sollen. Und wir werden das jetzt vollziehen. Wir unterhalten uns mit Hanni Rützler weiter. Verpassen Sie es auf gar keinen Fall, denn wir haben auch noch ganz spannende Beiträge von Erfahrungsberichten der Praxis, wie Regionalität, frische Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung funktionieren. Also ich bitte jetzt darum, diese Folie einzublenden, damit Sie uns folgen können. Wir warten auf Sie und dann bitte auf ein gleiches Wiedersehen bei uns am DEHOGA-Stand. Nicht da. Ja, Petra Klein, ich habe gerade gehört, dass die Folien jetzt uns gerade irgendwie nicht vorliegen mit dem Link. Das heißt, wir können was tun? Ich schaue mal kurz in die Regie. Also, ich bin jetzt da. Super. Sie haben ja gesagt, dass der Link auf der Folie steht. Die Folien liegen uns jetzt leider nicht vor, aber Sie haben es ja auch gerade noch mal erklärt. Also einfach auf das Hexagon von der DEHOGA klicken. Ja, jetzt höre ich es von allen Seiten.
Ich sehe Sie und ich hoffe, dass wir jetzt auch dann auf der richtigen Bühne sind. Ich hatte die Information und hatte auch in meiner Vorschau eine Folie mit einem Link, mit einer Erklärung, wie unsere Gäste folgen können. Deshalb hoffe ich, dass jetzt genug mit dabei sind und gefolgt sind. Ich habe keine Ahnung, ob dem so ist und Das würde jetzt einfach nur mal. Ja, also wie gesagt, wir haben diese Folie jetzt leider gerade nicht vorliegen, aber ich denke, dass es genauso sein wird. Also schauen Sie einfach auf der Hauptseite nach dem Dehoga-Hexagon und ansonsten schreiben Sie auch gerne nochmal in den Chat, wenn Sie da Fragen haben. Gut, es reden jetzt drei Leute parallel übereinander. Das kann nicht zielführend sein, weil jeder erklärt irgendetwas anderes. Ja, dort, aber da war eben noch eine andere Dame von der Moderation auf irgendeiner Bühne, die auch noch mal was erklärt hat. Nein.